führte uns durch seine Affäre mit Napster. Ich wollte nicht bis Ende 20 nur auf Anklagebänken sitzen. Wer hätte es gedacht? Die Musikbranche hat doch keinen Humor. Wir wollten die Firma verscherbeln, um damit die 35 Millionen zu lösen, die wir angeblich an Tantiemen schuldeten. Aber das kam so rüber, als verkauft man das gestohlene Auto zur Bezahlung des gestohlenen Benzins. Also sagten wir Pfeif drauf und meldeten Konkurs an. Du hast dir einen Namen gemacht. Und du bist trocken. Oh. Tori! Nein, nein, ich hab genug. Und größenwahnsinnig. Ja. Aber ich revanchiere mich bei Case. Ich habe mit Napster die Plattenfirmen zerstört und Case wird auch noch für ihre Sünden blechen. Sorry, du hast die Plattenfirmen nicht zerstört. Sie haben gewonnen. Vor Gericht? Ja. Möchtest du einen Plattenladen kaufen, Eduardo? Und er erzählte Geschichte.